So, Mario Kart Wario Stadium. Wenn die genauso ist wie die Original-Map vom N64, wird sie wahrscheinlich ganz cool. Es gehört tatsächlich zu eine meiner Lieblingsstrecken. Eigene Fahrzeuge. Ja gut, eigene Fahrzeuge brauchen wir ja nicht, weil ich habe nicht wirklich was. Nicht auf dem Karrer hier. Warte mal, dann nehmen wir Pink, heißt es Pink zu der. So. Alter, mein Charakter ist gerade voll am Abgehen. What Ich bin froh, dass ihr mich nicht seht. Ich habe auch nur zwei Runden eingestellt, falls es wieder irgendein Mist ist, dass wir dann nicht so lange. Oh, Alter, Kev! Ja, ich bin über dich rüber weg. Das sage ich auch immer zu Yvonne. Und tschüss. Baby hat über die Bande ausgehebelt. Die ist rechts an uns vorbeigeflogen. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Ich Oh, Alter. bin übelst weit geflogen. Ich dachte immer, ich treffe das Ding nicht. Ich muss fast senkrecht wieder runter. Oh Gott. Alter, die Lenkung hier runter ist ja echt. Du musst echt höllisch aufpassen, ja. Wenigstens hast du hier keinen Sven, der als Runde dann die Karre kracht. Nein, Spaß Oh, beiseite. guck noch. Der meldet sich noch. Nein, ach, alles gut, das war schon längst wieder vergessen. Es war in dem Moment einfach nur extrem nervig. Oh, Alter, mich hat's gerade komplett ausgehauen. Ja, sie hat Nein, nein, einige. nein, 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 nein. Sie Aber hat eines einige muss Ecken. man. Ja? Sie hat einige Ecken, die nicht ganz einfach sind, die Strecke hier. Wo du echt aufpassen musst. Aber ich muss mal sagen, ich habe da hier immer einen unheimlichen Hut davor, vor den Leuten, die sich hinsetzen und sich sowas hier zusammenbasteln. Ich will nicht wissen, wie lange das dauert, bis das alles so zusammenpasst. Also die wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Ich habe selber ein Rennen gebaut, das heißt der Los Santos Grand Prix, so eine Formelstrecke. Da habe ich, glaube ich, eine halbe bis dreiviertel Stunde dran gesessen. Ich gehe mal davon aus, dass du hier locker 4, 5 Stunden mehr und mehr dran sitzt. Länger, Tage, bis das alles hier passt, Tage, Ja gut, Tage locker. du musst es ja immer und immer wieder ausprobieren. Du musst ja mindestens eine Runde fahren, damit du die Strecke mal freigeben kannst Ja, wenn ich mal im überlege, Editor. dass ich früher, wo man nur in der Stadt ganz normal Checkpoints gesetzt hat und ein paar Objekte als Cops missbraucht hat, dass man da schon stundenlang gebraucht hat am Tag, um eine zu bauen. Ja, es geht immer drauf, kommt immer drauf an. Also meine Strecke ist halt ein Rennen quer durch irgendwo in der City. Ja, geil! Ich höre gerade, was im Hintergrund läuft als Musik. Das ist Bei irgendwie mir. verbuggt. Was denn? Naja, bei mir steht. Oder? Jetzt stimmt es wieder. Ach so, das ist Nee. bestimmt nur wegen dem Kreisel da. Ja, Ja, ja. das war eben auch schon. Da war ich zwischendurch mal drunter. Mit mir läuft gerade hier im Hintergrund 50 Cent in der Club. Als Musik. Ja, weil du ja auf dem Account hast ja nicht abgestellt, nur ne, die Musik.
Dem anderen hat so ganz leise habe ich den hier drin. Ja, ich habe den schon wieder alles ein bisschen umgestellt. Ich habe ein bisschen leise Musik im Hintergrund. Ich hoffe, dass die GEMA mir da keinen Ärger macht mit dem, gerade bei dem Song. Nein, das wird nicht übertragen bei GTA. Da ist das automatisch so, dass das weder bei der Spielaufzeit noch beim Stream wird das übertragen. Das ist gut. Also zumindest das, was im Auto, im Radio läuft. So. Natürlich hast du manchmal so Stellen, wie zum Beispiel hier bei den Zwischensequenzen, zum Beispiel bei dem The Contract, was wir da gespielt haben. Da musste ich ja auch vieles mit anderer Musik unterlegen, weil da halt hier, wenn da Dr. Dre da in dem Studio rappt, da musste ich mit anderer YouTube-Musik Bei mir ging es tatsächlich. Bei mir ging es. Bist du sicher, hast du schon mal im Studio geguckt, ob da nicht doch ein Claim kam? Nee, kam nicht. Ist drin bei mir. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Das hat sich bisher nicht gemeckert. Ich meine, da wir ja eh kein Geld verlangen für unseren Kanal hier, also keine Werbung und nichts schalten, kriegst du eh keinen Strike. Du kriegst nur einen Hinweis. Das ist ja nur ein Claim, ist ja nur ein Hinweis. Eine Beschwerde stand drin, mehr aber auch nicht. Ja. Du kannst ja als nicht monetarisierter gar keinen Strike kriegen. Strike kriegst du nur, wenn du Gelddings hast auf deinem Kanal. Da brauchst du aber 1000 Abos und mehr und ich bin bei 500 und ein paar zerquetschten. Ja, ich bin bei 73, also. Oh, 1000 Abos, die wirst du kaum zusammenkriegen. Gerade nicht mit, also nicht mit Let's Plays, glaube ich. Nee, heutzutage musst du schon was anderes machen als Gaming, um noch auf YouTube erfolgreich zu sein. Früher war das normal, hat jeder relativ erfolgreich. Zeiten, wo auch ein Gronkh und so gestartet sind, die sind einfach zum richtigen Zeitpunkt gestartet. Wenn du mal überlegst, dass die ganzen halbnackten Tussis auf Twitch sogar schon eine Sparte bekommen haben, dass sie in so einem Kinderpool rumsitzen und planschen, weil das schon so viel geworden ist, das sagt schon alles aus. Wenn sogar die billigsten Maschen schon eine extra Kategorie brauchen. Dann weißt du schon, was los ist im Streaming und im YouTube-Bereich. Also mich hat es da echt gerade bei dem Rennen 2-3 Mal richtig böse rausgehauen, deswegen. Aber naja, ist ja alles okay. War eine coole Strecke, muss man sagen. Ja, die war echt gut gemacht. Aber die hat jetzt nichts mit dem Namen zu tun, also die hat nichts mit diesem Wario-Ding zu tun, muss ich sagen. Na, der Name ist ein bisschen irreführend. Ja, aber ich sag mal so, ich fahre lieber solche Strecken als diese Strecken, wo du mit irgendwelchen Wallride-Kacke und irgendwelchen anderen Scheiß da. Weißt du, was ich meine? Oh, es gibt einen Überlebenskampf, Moment.